So, willkommen zurück beim traurigen, seelensuchenden Shadow-Spiel. Ich kann richtig geilen Scheiß labern, habe ich das Gefühl. Tempel des Blutes. Da erwarte ich jetzt noch mal ein paar gute Seelen. Oder böse Seelen, dunkle Seelen. Wir brauchen noch ein paar. Wir brauchen ja noch ein paar. Ich meine, wenn wir hier das Artefakt kriegen, was ich denke, dass wir hier kriegen. Die waren wir schon, ne? Die waren wir schon drinne. Ich guck trotzdem nochmal, ob man hier irgendwie einen Gang hat. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Aber wir haben schon mal wieder unser Leben wieder. Das ist schon mal gut. So. Wir gehen mal da links hoch. Ich würde mal sagen, da waren wir noch nicht. Wenn ich es hinkriege. Hier gab es ja mehrere Stellen in dem Level, wo man durch Feuer schwimmen kann. Ja. Okay, es funktioniert. Gut. Einmal gedreht. Was haben wir hier? Ah, wieder Schwestern ohne Ende. Die Schwestern erwachen. Oh. Hä? Okay. Ach so. Zum Glück nicht alle auf einmal. Boah, wenn ich die Schüssel zweimal richtig aufladen würde, wären die One-Hit. Ach so, beim jedes Mal drehen kommt ein anderer Weg frei. Okay, ich dachte, das ist nur der eine da oben. Gut. Dann gehen wir mal hier lang. Boah. Wie jetzt? Mit kleinen, schlüpfrigen Wesen. So. Waren wir hier schon mal? Kommen wir hier wieder hoch, wenn wir jetzt noch nichts waren? Natürlich nicht. Aber wo sind wir hier? Froh, dass da Balken hin und steht, Baby. Der lange Lappenrost. So. Wie bitte was? Ah. Ah. Oh. Ach so. Welche fantastische Rätsel hier. What? 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 Ich hab da aber gesehen. Einen Govi. Und wie erreiche ich diesen? Ja, wahrscheinlich muss ich immer so lange drücken wieder, bis ich wieder da durchkomme. Schöne Scheiße.
So. Da waren wir schon. Drehen wir mal eins weiter. Links waren wir ja gerade gewesen. Machen wir mal oben. Vielleicht kommen wir da zu dieser dunklen Seele. Ich hoffe es. Ach Mann. Stell dich nicht so an, Shadowman. So. Was geht denn hier so ab? Hier ist einfach nur so ein scheiß Raum, oder was? Alter Schwede. Das ist ja mal scheiße. Gut, und dann letztes Mal müssten wir, glaube ich, zur Seele kommen. Das war ja so klar. Und das Ding schützt auch, wenn die jetzt in den Rücken schießen. Ist ja okay. Ich dachte nämlich, ein Schild schützt nur, wenn man das von vorne abwehrt. Aber nö. So, wenn jetzt nicht dieses Ding hier aufgeht, ja. Okay. Die Blutwasserfälle. Oder die Blutfälle. Ist ja auch was. Und zwar müssen wir jetzt wieder, ich glaube, einfach nur unten wieder durch. Dunkle Seele. Was läuft hier für ein Film? Ach so, einfach nur so eine. Einfach nur solche netten Kados. Also ich kann mir das auch nicht sagen. Naja, ist ja auch egal. Die Seite hätten wir eigentlich durch. Wunderschön. Das war jetzt für die Seite, ne? Ja. Ja, tja, ja, tja, ja, tja. Gehen wir mal auf die andere Seite nochmal und dann... Generell bei diesen Fallen, wo man sich da klettermäßig vor dem Feuer schützen musste, dass man da nicht reinfällt. Gerade da will ich gucken, ob wir da, wenn wir da rumschwimmen, noch was kriegen. Nein, ich bin ja voll Arsch, Alter. Oh, yeah, yeah. Okay, Konzentration. Schattenklaus vom Horrorhaus. Was? Ey, warum? Das ist so ekelhaft mit dem Springen, ja. Du musst wirklich... immer ein Stück laufen, dann springen, weil sonst springt immer so Krüppel. Ja. Gut, das ist eigentlich auch realistisch mit Anlauf springen, aber trotzdem. Guck mal, hier ist ein Block. So, hier nochmal. Was? Nein! Nein! Oh. Ich dachte, jetzt springt er runter. Was für einen tätowierten Knastkörper wir jetzt haben, Alter. Meine Fresse. Voll gefährlich. Genau, genau, genau. Einfach mal rein. Einfach mal rein.
in die schöne Suppe. Da muss es doch was geben. Hoffe ich, glaube ich. Wäre schön. Nicht? Dann muss es aber gehen. Ist hier echt nichts? Gar nichts? Aber jetzt eigentlich gedacht. Schattenklaus vom Hauerhaus. Ja. Ich bin eigentlich in Lust, diesen scheiß Parcours nochmal zu machen, aber was man alles für eine dunkle Seele macht. Castle hier. Ich nehme mal safen, weil ich da jetzt wieder runterfalle. Verzeihung. Eine kurze Woche. Opa. So, haben wir es hier dort geschafft? Ah! Das sieht doch richtig aus hier. Perfekt. Sehr schön, sehr schön. Nein. Böse aus, Shadowman. Setz da rein. So. Unten könnte man ja nochmal reinspringen, aber machen wir auch. Da ist Munition. Geht's denn irgendwo rein? Könnte ja sein, dass das hier irgendwo noch rein geht. Natürlich nicht. Also werden wir wohl doch da hochklettern. Stirb! Guck mal, die Stacheln hier sind so willkürlich gestellt. So. Nicht nochmal runterfallen, da hab ich keinen Bock drauf.
Ups. Alter, wie viel sind das hier? Hier ist noch ein Govi. Ah. Wusste ich doch, dass man hier auch noch was machen kann damit. Andere Seite auch gleich. Ich will man dazu noch mal die Trommeln trotzdem schlagen kann, aber man kein Feuer mehr hat. Hier war nichts los. Und hier auch nicht, wa? Statt dass man damit mal weiterkommt. Ja, da kommen wir nicht hoch. Ich kenne da mal diese Lava dadurch. Jo, die haben wir nicht mehr wild drauf, die guten netten Frauen. Aber da kommen wir auch nicht hoch, ne? Ich dachte, vielleicht kommen wir da jetzt hoch. Ist auch nur für so eine komischen Krüge. Ach, Mann. Hier ging es nur hier lang, ne? Aber hier zurück, glaube ich. Nein, dieser war krank in der Rübe. Lasst mich in Ruhe. Aber hier waren wir ja auch schon drinnen, ne? Mit dem Feuerschwimmen. Glaube ich. Nichtsdestotrotz war da ein Govi. Da war einer. Wie kommt man da hoch? Alter, lass mich in Ruhe. Tja. Tja, so ist das. Okay. Hauen wir hier wieder ab. Ne, hauen wir nicht ab. Hier haben wir noch zwei andere Türen. Hier noch vier Seelen holen, hier muss es noch irgendwie weitergehen. Warum leckt es denn so? Ach Mann. Hier muss es ja auch irgendwie hochgehen. Ich denke immer, dass man hier raufspringen muss. Oh, da bleibt er ja nicht. Nee. Tja. Oder? Oder komme ich da hoch, wenn ich jetzt hier drauf springe? Ob das so gewollt ist? Alter, das schafft das, glaube ich. Nur habe ich hier keinen Anlauf auf der Säule. Das ist das Problem.
Es wäre theoretisch möglich. Ich glaube zwar nicht immer, dass ich machen soll. Aber theoretisch wäre es möglich. Wenn ich hier gegen die Säule gegenlaufen würde. Und dann da irgendwie rüberspringen könnte. Das ist eigentlich Quatsch. Warum geht denn das Ding hier nicht runter? Das sieht doch wie ein Hebel aus. Ach so, den Hammer. Der Hammer muss den, glaube ich, wegschlagen. Ja, aber wahrscheinlich müssen wir dafür das Ding da drücken. Ach, ich habe echt keine Ahnung, Mann. Aber nee, oder? Gott sei Dank. Nee, oder? Oh, ich hab nicht genug Feuerenergie. Super. Alter Schwede. Mann, warum war das Ding? Hier die Trommel. Super. Das haben wir ja auch schon gemacht. Nee. Gut, was können wir noch machen? Durchs Feuer schwimmen. Fällt echt nichts ein. 3, 4, 2, 4, 12, 7, 0, 7, ah, Spielzimmer vielleicht noch. Mach mal einen kleinen Cut, ich überlege mir mal was. So, da ist er wieder. Komm schon, Angsthase. Ja, ganz schön angeschlagen, hab nicht mehr viel Voodoo. Das werden wir gleich mal ändern. Oh. Die Ferkel hier fertig machen, die gehen mir so auf den Sack. Ich hab nämlich mal beschlossen, bevor ich jetzt hier die ganzen mystischen Tempel nach irgendeinem weiteren Türchen oder was auch immer absuche. Werde ich einfach mal vom Bild wieder gegen einen der fünf kämpfen. Diesmal gegen den Führer der fünf. Mehr diese Kadeau holen, die in dem anderen Raum noch war. Wie haben wir denn jetzt überhaupt? Warum auch immer hier so eine komische Kirchenmusik kommt. Die feiern die bestimmt wie irgendwelche Erlöser. Warte, wo kommst du denn her? Bist du ja auch nicht. Frech Dachs. Alter, gib mir auf den Sack. Dankeschön.
Yeah. Hier sind noch Zwickado, aber für Zwickado da so eine Aktion zu machen. Das ist krass. Können wir jetzt rüberspringen? Oha. Oha. Mal richtig derb verkackt. Zum Glück gibt es hier keinen Fallschaden. Boah. Gut. Ich muss jetzt hier eigentlich auch nicht rumsuchen. Das Einzige, was wir uns mal suchen könnten, wäre ein bisschen Voodoo noch. Aber ich glaube, das kriegen wir da an dem Level auch zusammen. Ja, mein süßer Port nicht dahin. Gut, meine Freunde. Ich würde die Folge einfach mal beenden. Und beim nächsten Mal kämpfen wir dann. Ja, wie heißt denn der Mensch? Da. Dr. Viktor Karl Batrachian. Auch bekannt unter den Namen Dr. Arthur Falkus, Dr. Günther Schaden, Dr. Gerhard Müller, Dr. Wilhelm Karsch, Dr. Günther Schaden. 1888, kommt aus der Genf. Aus Genf, der Schweiz. Hat das immer als Doktor ausgegeben, als Arzt, und hat dann Leute gekillt. Witwen, die ihm hier... Hat immer reiche Frauen geheiratet und die dann gekillt. Naja, dann wusste ich, wie es geht. Alles klar. Wir sehen uns beim nächsten Mal, ja. Haut rein.